Ja, hallo Freunde, so, jetzt sind wir bei Patrick hier am Tisch und jetzt zeigt er uns mal ein paar seiner Schätzchen. Man sieht hier dann wahrscheinlich gleich in der Auslage, er ist starker Victorinox-Fan, oder? Genau, also ja, hier haben wir mal die ganz normalen Standardmodelle, was es halt so gibt. Dann haben wir so ein paar besondere, einmal ein Altimeter und einmal ein Voyager Light, jeweils mit Uhr, beziehungsweise das hier hat eine Höhe und eine Temperaturanzeige. Ein Höhenmesser? Genau. Boah, das ist ja cool. Aber gedacht wurde mal eine neue Batterie, oder? Nee, da kann man die eine auch schon. Krass, okay. Drauf drüber und dann geht's normalerweise. Krass, cool, okay, mal gucken. Oh, und der ist sofort so schnell? Genau. Das heißt, wir sind 970. Aber so 970? Ja, krass. Wenn man nochmal drauf drückt, dann zeigt er die Temperatur an. Ja, geil. Jetzt auch mal diese. Mit Höhenmesser ist ja cool. 971 Meter. Boah, das ist ja ein geiles Modell. Und das steht zum Verkauf? Nein. Ja, schade. So was hätte ich gerade noch mitgenommen. So was finde ich ja geil. So eine Schülerin. Höhenmesser. Ja. Hammer aus Meersburg, tatsächlich. Aus Meersburg, noch aus dem Laden. Ja. Gibt es jemanden? Ist es eigentlich ein aktuelles Modell? Gibt es noch? Oder nein, ist das gibt's noch. Das ist ein Seltenheitswert schon. Ha? Okay, schade. So, dann. Hier habe ich gesehen. Genau. Das ist ja auch geil. Konstanz hier. Ich weiß auch in welchem Laden, gell? Ja, das ist die. Wenn man reinkommt, rechts. Genau. Wenn man reinkommt, rechts. Habe ich letztes Mal schon gesehen, da habe ich mir schon überlegt, Mensch, können wir mal mitnehmen, weil ich liebe Konstanz. Genau, da haben wir dann noch Rotenburg auf der Taube. Aber du musst die Geschichte dazu erzählen. Ja, gut. Warum gibt es denn das? Das Messer gibt es, weil wir sammeln diese Städtemesser. Und genau, wir waren in Konstanz eben in diesem Laden drin, der mehrere Messer, viele Messer hat. Und wir haben ihn gefragt, ob der auch ein Städtemesser hat, was er dann verneint hatte. Und er hat das gar nicht gekannt. Und ein Jahr später waren wir wieder da und dann lag das in der Auslage. Also erzählt er dem Mann, wieso es auch einen Konstanzer Victorinox gibt. Und wenn er sagt, ich mal in Konstanz seid, ihr wisst ja gleich, wenn man reinkommt rechts, dann nehmt er so eins mit, das ist geil. Gibt es aber noch in Rot, habe ich gesehen. Gell? Genau, gibt's Rot. Klassisch in Rot. Wobei ich dabei sagen muss, da kommt natürlich dieser Kontrast Schwarz-Weiß natürlich richtig geil. Ne? Genau. Und die haben ja dann eben von verschiedenen Städten, Rotenburg, Bühl, da kommen wir her, Cochem. Cochem an der Mosel? Genau. Ah, sehr schön, da war ich schon. Ganz schönes Dörfchen, kann man guten Wein trinken. Ne? Sehr guten Wein. Oh, was ist das für eins? Center Park, genau. Aber das ist kein Weg. Das ist kein Weg. Ich dachte gerade, okay, die Qualität, nee, das kann ich. Aber trotzdem, Center Park, das ist auch gut. Oh, hier schön in Gelb, Neongelb. Genau, da haben wir einmal 2023er und 24er Limited. Das ist ja auch schön, habe ich gesehen, das ist neu so ein Silikon-Täschchen zum Reinmachen und dann mit einem Karabiner dran. Genau. In einer Kuhform hier, ne? Ja. Ist ja auch nice. Weihnachtsedition hast du hier? Genau, da haben wir ein paar Weihnachtsedition. Leider nicht alle, aber das war auch schön. Das hat mal eine richtig schöne Struktur gehabt, das Alux. Oh, ihr seid auch im Lampenbusiness, aber als Kleine? Jemals? Genau, kleiner, von klein bis groß. Hey, die mit dem Totenkopf sieht ja cool aus. Große. Die finde ich so super praktisch hier, so Triple A mit Endkappenschalter und Clip für die Hosentasche. Das ist Doppel A, aber mit aufladbarem Akku. Okay. Bis zu den fetten Puma. Sehr geil. Was haben wir hier noch schön? Oh, Holz. Was ist Walnuss, gell? Ja. Die Schweizer drei schöne Walnussmodelle. Boah, die Wenger noch, die guten alten Wenger. Genau. Ranger 55, oder wissen genau. Sie, gell? Das sind einfach noch klasse Modelle. Weil ich im Materialvorteil. Bester Papa, das ist ja toll. Links und rechts wäre es für mich eine Option. Ich sage es sogar eine Uhr noch in Holz. Ja, dann zwei. Dazu. Der Holzkammer. Eine Holzkammer, genau. Einmal mit Automatik und einmal mit normalem Quarz. Was sind alles für Coins? Das ist auch, wenn wir irgendwo sind, gucken wir immer, dass wir solche Münzen da mitnehmen. Da geht es auf den Kochen, müsste eigentlich. Genau, die ist schon Kochen. Die ist schon Rotenburg. Dann natürlich der TFG-Coin. Ja, cool. Den müsstest du auch noch kennen. Der Güdi. Der Grüdi. Echt, was ist das für ein? Den habe ich von dir. Den hast du von mir, echt? Ja. Krass, so weiß ich doch schon alles gar nicht mehr. Kann man take it? Alter, wie geil. Boah, echt? So ein Ding hatte ich. Das hat schon mal, ja. Ein Molon Lave. Ja, wie cool ist der denn? So weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, hier cool, Wallet. Sehr schön. Boah, die finde ich ja ganz nice. Die kleinen. Boah, ich hatte immer eins im Army-Oliv. Hätte ich auch nicht hergeben sollen, wie so ja, ist, aber eigentlich ist nicht. So, dann haben wir noch ein paar Neuzugänge. Die haben wir jetzt gerade eben hier auf der Messe gekauft. Ein schönes TFG mit, was sind das, Messingschalen, gell? Yep. Das haben wir vorhin schon drüber gesprochen, gell? Das genau, alte H7-Free. H7-Free, das war so ein gutes Backlog-Taschenmesser. Hier, schön. Ein Spider-Co.
Nice. Hier für Union Schnitzel. Genau. Vorne mit der gerundeten Klinge ein bisschen, gerundeten Spitze. Sehr cool. Was haben wir hier noch? G-Shock. So, noch im Uhren-Game, ha? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Die Ranger noch in Oliv, in Einhand. Ein Bundeswehrmesser darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ja. Geil. Der Unterschied zwischen Deutschen und Französischen, ne? Die Deutschen machen den Kreuzschlitz in die Franzosen, lassen den Korkenzieher dran. Ich habe sogar am Polizeispezial an einem Messer, haben die sogar den Korkenzieher dran. Sehr schön. Das ist eine schön bruchige Klinge. Ja, ja. Ein schönes Teil. Ne? Nur die... Der Backlog, da habe ich einen anderen dran gemacht. Der originale war nicht so. Cool. Genau. Öllampe? Ja, eine Feuerhand. Baby Special. Ist das noch richtig mit Ducht, oder? Ah ja, ja. Natürlich. Das ist richtig mit Ducht, gell? Richtig mit Ducht. Weil heutzutage gibt es auch mit LED. Aber LED, ne? Ist natürlich auch immer eine wunderschöne Deko, finde ich. So eine alte Petroleumlampe. Von denen haben wir mehrere. Hatten alle wir Farben. Als Kind auch immer im Garten. Das war natürlich immer der Wahnsinns-Gaudi. Nachts im Garten mit der Petroleumlampe. Ne? Genau. Und da unten steht der große Bruder. Ah, krass, Alter. Ah, das sind die mit diesem Dingsbeutel da oben. Mit dem Kühlstrumpf, genau. Das sind doch diese, wie heißt das? AK-500 von Petromax. Diese Vergaser da, ne? Ja, genau. Krass. Okay, damit kannst du dann mal abends so eine Grillparty am Tisch ausleuchten. 500 Watt Strom. Echt krass. Ja, geil. Ah, cool, cool. Die gab es jetzt auch mal neu. Das Triple. Noch die letzten Posten aus dem Lager gefunden hier noch. Ein, zwei Purple noch. Das sind sie aber, glaube ich, schon wieder alle, gell? Ja, das war's. Das war das Letzte. Ja, wir finden bestimmt noch eins irgendwo. Ich muss nur mal aufräumen. Das ist ja immer das Lustige, weißt du, dann legst du eins hier hin und da hin und hier brauchst du eins zum Fotografieren und hier eins zum Filmen und nachher rutscht wieder irgendwo. Oh, Leatherman haben wir auch hier, sehr schön. Ein Skeletool und ein Wave. Meistverkauftes Leatherman aller Zeiten, Wave. Ja. Habe ich als Ersatz bekommen, weil mein Blast leider kaputt gegangen ist und die nicht mehr reparieren. Echt, die Blast können sie nicht, fehlen die Teile wahrscheinlich, dann die Maschine führen. Haben sie einfach getauscht, oder? Genau. Oh, auch nicht schlecht. Ja, das ist halt cool, 25 Jahre Garantie, ne? Die kümmern sich, wenn irgendwas ist. Leider mal anschreiben. Wie Victorinox ja auch, gell? Genau. Wenn also ich habe jetzt schon mit Böger, Leatherman und Victorinox Service Kontakt gehabt. Das war immer ohne Probleme, alles super. Ja, aber das ist jetzt immer noch, muss ich sagen, das Highlight hier. Da müssen wir nochmal. Das willst du wirklich nicht verkaufen? Nein. Ah. Ich würde den ganzen Tag, egal wo ich bin, ich würde den ganzen Tag immer gucken, wie hoch ich bin. Das ist ein geiles Spielzeug, 970. Okay, und wir sind am unteren Teil der Stadt, ne? Ja. Das heißt, oben bist du weit über 1000. Wunderbar, sage ich euch. Dankeschön für den Einblick in deine doch umfangreiche Victorinox-Sammlung. Gerne. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.